Hallo und recht herzlich willkommen hier zurück in Imperium Galactic Survival. Und ja, ich bin jetzt schon ein paar Mal hin und her geflogen und habe schon einiges jetzt hier zu unserer Raumstation gebracht und auch einige Sachen demontiert. Und ich komme zu schnell rein. Oh, was war das denn? Aber sowas von. Na, das war nicht so schön. Gut. Docken mal an. Zack. Das ist geil. Oh, warte. Das Ding will ich natürlich ausmachen. So, zack, rein. Ich habe auch einiges an Ladungen mitgebracht. Also, ihr seht hier, ich habe hier schon ordentlich Sauerstoff mit hier hochgebracht. Da haben wir jetzt erstmal. Achso. Die Munition kommt da nicht rein. Mehr als genug. Zwei behalten wir mal in der Tasche. So, wir haben hier genug Blöcke. Diverse andere Sachen. Texturpistole habe ich auch mitgebracht. Die behalte ich mal am Mann und tue dafür lieber das weg. So. Oh, Lackierpistole natürlich auch am Mann. Hier, zack. Und das müssen wir jetzt mal ja, nach und nach alles sortieren. Und auch mal rein. Wie sieht es hier aus? Hier kann auch noch irgendwas rein. So. Ja. Gucken wir nochmal im Pier rein. Hier habe ich nämlich noch auch noch einiges drin. Aber. Ja, und ihr seht, ich habe das gebaut. Jetzt geht es daran, das hier zuzubauen. Aber ich gehe eben schnell hier rein. Weil ich möchte nicht sterben. So, das heißt, wir brauchen Glas und Beton und eine Hangartür. Die habe ich doch auch schon gebaut. Ja, Kaffee, du kannst da mal rein. Sehr gut. Dann stellen wir es mal hier hin. Und fliegen hier raus. Na, haben wir schon. Zack. So, wie haben wir das andere Seite gemacht? Den haben wir da auch. Fangen wir direkt mal mit den großen Fenstern an. Und jetzt verschwindet hier gerade das Licht. Na, so sieht es gut aus. Na. Willst du wohl, wieso willst du da nicht hin? Da willst du hin. Fenster. So, geht das. Das geht sich aus, ja. Und das passt. Wie Arsch auf einmal. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Da haben wir noch ein zweites Fenster neben gebaut. Machen wir das doch hier auch. Ein bisschen identisch. Dann müssen wir gleich noch mal ein paar Sachen anstellen. Fahrstuhl will ich auch noch irgendwo reinbauen. Beziehungsweise hier ja so zwei Ebenen. So ein bisschen. Aber das Ganze hier in diesem großen Bereich etwas offener. Na, das wird schon. Und dann halt unser Hangar. Für unsere Flieger. So, jetzt machen wir auf jeden Fall hier erstmal eine Betonsäule runter. Zack. Bis dahin. So. Und dann wird jetzt das Hangar kommen. Kann ich nicht mehr aufnehmen. Passt. Doch, passt noch alles rein. Zack. So. Hangar. Muss noch einer weg.
Passt. So. Nehmt einmal drumherum bauen. Jetzt die Frage, wenn wir es identisch machen wollen. Und dann mindestens zwei. Nein. Ui, mir wird schlecht. So. Die öffnen wir erstmal. Mindestens zwei. Und dann waren hier erstmal zwei Fenster drüber. Jo. Der Rest war mit Beton verschlossen. Auch okay. Bis vorne hin. Bis vorne hin, Sepp, okay. Gut. So, dann hatten wir hier noch eine Betonsäule. Mhm. Und dann hatten wir hier wieder zwei Fenster. Ein Fenster. Okay. Machen wir ein Fenster rein. Das eine war zu viel. Und die montieren wir auch wieder. So. Na, nicht zu weit weg. Eins da drüber. Eins da irgendwie dran fummeln. Ja. Und dann kommt hier noch eine. Oh, da hatte ich doch. Ah, Handy. Ja, ein bisschen unser. Wieso hatte ich denn irgendwas falsch gemacht? Nee, was habe ich anders gemacht? Was kann ich denn da jetzt anders gemacht haben als so ein und zwei Fenster ein Hangartür mit jeweils zwei Fenster rüber. Jetzt nehme ich den. Einen an der Seite dran. Keinen an der Seite dran. Fehler gefunden. Weg ist es. Zack, eben aufsammeln. So. Perfecto mundo. Zack, zack. Zack. Ich glaube. Ja, wir frieren nicht mehr. So, das heißt, das ist schon mal geil. Da sieht es noch ein bisschen anders aus, aber kann ich mit leben. Hier mit der Ecke kann ich leben. So. Das heißt, ich wollte noch mal im Team ein paar Sachen anschmeißen. Was wollte ich denn hier anschmeißen? Kram für die Basis. Kram für die Basis heißt, was wollte ich anschmeißen?
Machen wir noch ein paar Ventilatoren. Beleuchtung. Machen wir auch mal im 10. Was wollt ihr noch an falschen Fahrstühle? Nein. 6 Stück reichen für den Anfang. 10 Monitore. Ein paar Außenlampen. Ja, bin ich mal zufrieden. 20 große Kraftstoffzellen. So. Jetzt gucken wir mal eben. Haben wir noch Lemkes? Nö. Ne. Ne. Was zu essen. Ist sehr wichtig. Sehr gut. So. Ja, Ventilatoren sind fertig. So eine Cargo-Box. Jetzt ja nichts. Wir setzen noch ein, zwei hin. Und werden den ganzen Schmo hier los. Aber nicht für uns. Ja. Ein Ventilatorensystem ist nie verkehrt, ne? Kann man hier ändert sich da was dran? Aber eigentlich pustet der. Egal in welche Richtung, ne? So, dann machen wir dasselbe hier auch nochmal. Dass wir das Gefühl haben, hier wäre genug Sauerstoff da. Und wie ihr seht, ist Sauerstoff da. Perfekt. Ich möchte das hier aber erst nochmal als Safe Room ein bisschen behalten. So, und dann nehmen wir unser Lämpchen und fliegen da nochmal raus. Und machen hier schon mal ein bisschen Beleuchtung rein. Ja, so, so, so. Jetzt ist ja eher die große Frage. Man hat ja hier die Auswahl zwischen mehreren Lampen. Ich fände ja so eine Lampe gar nicht verkehrt. Eine einmal hier vom Ventilator. Und hier vor. Okay, an dem Ventilator wird es auch gehen. Gut zu wissen. So, von jedem Ventilator machen wir erstmal eine. Damit es ein bisschen heller hier ist. Ja. So, jetzt auf diesen Zwischensteg hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf.
kurz dazwischen noch eine. Oh, ich runter, hoch. Natürlich 10. Okay. So, ich zähle mal leise für mich mit. So, jetzt haben wir alle Lampen. Futsch. Alle futsch. Okay. Es sieht aber schon ein bisschen heller hier aus. Und es kommt hier auch noch unten hier so eine Zwischenebene. So. Diese Zwischenebene. Würde ich aber gerne. Hier lasse ich erstmal Munition produzieren. Und zwar aus hier diesen Blöcken machen. Deswegen stelle ich da mal 100 Stück schon mal in die Warteschlange. Und jetzt die große Frage. So. Wie fangen wir an? Wie fangen wir an? Oder bauen wir doch erstmal das hier in der Mitte ab? Nein. Ja, wir bauen erstmal ab. War klar. Wieso ist hier kein Sauerstoff mehr? Sind sie. Ja, steht ja doch sehr wahrscheinlich, ne? Aber hier war doch gerade vorhin. Moment. So. Luftdicht, puh. Ist von der Luftdichtigkeit her dasselbe. Und daher müsste hier wieder. Ist die Luft jetzt verschwunden und
ist jetzt aber ärgerlich. Ich hätte jetzt gehofft. Oder habe ich irgendwo was vergessen, dich zu bauen? Das war doch gerade voll luftig, oder nicht? Von außen. Oder? Also, das ist luftdicht. Das ist nicht luftdicht. Nicht luftdicht. Luftdicht. Nicht luft. Und das ist doch auch alles luftdicht. Das nicht, das wohl. Von daher. Der Sauerstoff ist auch hier vorhanden. Müsste doch alles da sein. Nee, gute Frage, nächste Frage, ne? Und temperaturtechnisch stimmt das hier auch alles. Das ist eine gute Frage. Aber ich würde sagen, die klären wir in der nächsten Folge. Und ich sage Dankeschön fürs Einschalten. Und wir sehen uns, ja, wie gesagt, in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.